Herr Professor Stemmler, wie wird beim KHIT Leiterinnen- und Leiterverband der Entwurf des E-Health-Gesetzes diskutiert? Der Bundesverband IT-Leiter, IT-Leiterin begrüßt auf jeden Fall die dort vorgesehene Interoperabilität. Wenn man dann natürlich genauer in den Referentenentwurf hineinliest, dann sieht man, dass diese Interoperabilität zunächst einmal in einem Interoperabilitätsverzeichnis abgebildet wird, aber nicht unbedingt wirklich priorisiert wird, sodass wir auf einheitliche Festlegungen kommen. Das ist sicherlich ein Thema. Aus Sicht der IT-Leiter würde man sich schon wünschen, dass gewisse Vorgaben einfach gemacht werden oder Vorgaben erarbeitet werden, die dann auch verbindlich sind, um eben die Interaktion, die Integration zwischen verschiedenen Systemen, sei es innerhalb eines Krankenhauses, aber auch außerhalb eines Krankenhauses, entsprechend zu unterstützen. Da wären Vorgaben einfach günstig, um zu verhindern, dass ich für jede Schnittstelle viel Geld in die Hand nehmen muss, um diese zu etablieren. Letzten Endes dienen Schnittstellen dazu, Prozesse im Gesundheitswesen zu unterstützen, und das ist eine der Kernaufgaben der IT-Leiter. Wo sehen Sie persönlich in Ihren Aktivitäten beim Verband hier und bei der GMTS weitere wichtige Kriterien, weitere Aspekte, die hier zu diskutieren sind? Wenn man in den Referentenentwurf hineinguckt, dann ist sicherlich ein Thema die Frage, wie werden Spezifikationen erarbeitet? Und wenn man dort hineinschaut, dann ist das sehr stark sektorbezogen gemacht. Dies widerspricht aus meiner Sicht dem Ziel des Gesetzes. Da steht als im Ziel drin eine digitale Kommunikation im Gesundheitswesen, und die muss aus meiner Sicht definitiv sektorübergreifend sein. Das heißt, wenn ich die Deutsche Krankenhausgesellschaft in die Verantwortung nehme, Spezifikationen zu erarbeiten, wenn ich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung in die Verantwortung nehme, eigene Spezifikationen zu erarbeiten, diese dann auch festzulegen, für ihre Mitglieder vorzuschreiben und sogar zu zertifizieren, dann ist es eigentlich nicht das, was ich erwarte. Was ich erwarten würde, wäre an der Stelle, dass man Spezifikationen sektorübergreifend erarbeitet, dabei aber auch vor allen Dingen internationale Standards berücksichtigt und nicht immer wieder versucht, das Rad neu zu erfinden. Wir haben in vielen Bereichen renommierte Standardisierungsorganisationen, die Lösungen bereitstellen, und die kann man erstmal nutzen, die kann man sicherlich auch auf deutsche Verhältnisse anpassen, das können die jeweiligen nationalen Gremien mitleisten, und damit ist man dann auch in der Lage, ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die deutschen Grenzen hinweg vernünftig zu kommunizieren und auch eine gewisse, sage ich mal, Investitionssicherheit zu gewährleisten, weil ich als Unternehmen stelle ich mich auf einen internationalen Standard ein, den kann ich dann mindestens in der Dachregion vermarkten und nicht nur, brauche keine Insellösungen, die dann teuer sind, für Deutschland bauen. Wir brauchen nur in die Schweiz oder nach Österreich schauen, wo Themen wie IAE einfach gesetzt sind. Da sind wir in Deutschland durchaus noch von weit entfernt. Neben diesen Standards, welche weiteren Player im Gesundheitswesen, denken Sie denn, sollten hier einbezogen werden? Geht es da um die Niedergelassenen? Geht es da zum Beispiel auch um die Krankenkassen, um die Apotheker? Ich denke, es sollten alle, wenn ich das mal so sagen darf, Leistungserbringer oder alle Beteiligte durchaus eingebunden werden. Wir sehen das im Bereich Arzneimitteltherapiesicherheit. Damit haben wir den ersten Durchgriff, der meinetwegen quer von dem niedergelassenen Bereich über den Krankenhausbereich bis in die Apotheke hineingeht. Da ist ein derzeitiger bundesweiter Medikationsplan spezifiziert worden, der allerdings auch wieder die digitale Kommunikation vernachlässigt hat. Dafür gibt es nämlich keine Abbildungsvorschrift.